IBTV, Ihr Infotainment aus der Obersteiermark heute mit diesen Themen. Hochbetrieb bei den Paketzustellern der Post AG. Schwungvolle Weihnachtswünsche des Gemeinderats der Stadt Kapfenberg. Weihnachtsfeier der Mitarbeiter des Sozialhilfeverbandes Bruck-Mürz-Zuschlag. Neues Leben an der Mur, der Fluss als gemeinsame Lebensader von Bruck und Obereich. Arbeitsgemeinschaft Stadt-Land-Berg präsentiert die Vielseitigkeit der Region. Unsere Magazine Close-Up, Renate Schmidt vom Verein Wendepunkt in Leoben. Und die Oldschool-Bastards geben sich im Rockblock heute ganz in Weihnachtsstimmung. Hallo und herzlich willkommen bei HiWTV, Ihrem regionalen Fernsehen in der Obersteiermark. Schön, dass Sie, meine Damen und Herren, wieder eingeschaltet haben und uns begleiten auf unserer bunten Reise durch unsere Region. Ja, wie heißt es so schön? Die Post bringt allen was. Mit der Post erreichen die Pakete sicher und schnell den Empfänger. Ja, gerade in der Vorweihnachtszeit häufen sich die Bestellungen und somit auch die Arbeit für die Zustellerinnen und Zusteller. Sie haben alle Hände voll zu tun. Lisa Kammerhofer ist eine davon. Andrea Dirnbauer und Joe Diepold haben sie einen ganzen Tag lang begleitet. 6 Uhr morgens im Postverteilerzentrum Kapfenberg. Der LKW, der hier andockt, liefert die Pakete aus der Zentrale in Graz für die Region Mitte an. Region Mitte heißt in unserem Fall Mitterdorf bis Trofeiach. Jeder Zusteller hat seine eigene Tour, daher gilt es sich, seine Pakete vom Fließband zu fischen. Guten Morgen und es ist wirklich morgen. Es ist 6 Uhr früh und ich stehe hier beim Verteilerzentrum der Post in Kapfenberg und die Lisa, meine heutige Kollegin, die wartet schon auf mich und ich würde sagen, gehen wir's an. Guten Morgen, Lisa. Morgen. Guten Morgen. Hallo. Wir verbringen heute den Tag miteinander. Mit ein bisschen Arbeit? Ja, super, freue mich. Ja, gehen wir gleich los. Ja, die Packerl kommen eh schon wieder. Ja. Und das sind nicht die ersten. Für Team Nummer 1 begann der Dienst schon um 4.30 Uhr. Okay, ein großes Wort schon bei uns. Okay. Du musst mir sagen, worauf ich achten muss. Ich glaube, auf die Post. Also, da steht der Nutzer, Oberreich. Bruck und Oberreich fahren wir. Okay. Das heißt, ich schaue auf die Postleitzahl. Auf 86, ja, auf die Straßen eigentlich. Eine Straße, okay. Ja. Flinke Hände und scharfe Augen sind jetzt gefragt. Lisa hat die Straßennamen ihrer Zustellregion schon längst im Kopf. Andrea hingegen hat mit anderen Problemen zu kämpfen. Da wird man richtig schwindelig, das geht so schnell. Jetzt müssen wir alles einscannen. Okay. Hast du da alles drauf, den sämtlichen Daten? Okay. Und dann sind da alle Backel um. Und da unterschreibt dann der Kunde, oder? Ja, genau. Okay, ja. Das kenne ich von der Arm. Ein ausgeklügeltes Logistiksystem sorgt dafür, dass kein Paket verloren geht. Durch die Sendungsnummer kann jede einzelne Lieferung nachverfolgt werden. So, das ist ein letztes Backel. Ja, das letzte Backel. Wenn wir es kennen, das heißt, wie viel haben wir? 107 haben wir. 107, so viel ist mir jetzt gar nicht vorkommen, aber ja. Ich glaube, jetzt haben wir noch was vor uns. Was passiert jetzt? Jetzt gehen wir Auto einräumen. Auto einräumen. Oh je. So, das Tor geht auf. Naja, ich würde sagen, da hat einiges Platz. Also, wir fangen jetzt mit der Paulerhof-Siedlung an. Die Paulerhof-Siedlung? Paulerhof- und Knotinger-Siedlung, weil die fahre ich ganz zum Schluss. Aha, und dann haben wir erst ins Auto. Okay, alles klar. 107 Pakete werden jetzt verladen. Für Lisa keine Herausforderung. Sie ist nicht nur Zusteller, sondern auch Einbackprofi. Andrea hingegen kämpft mit dem Ausback. Warte schon. Heißt Lisa, da braucht man für das Wagen schon einen Führerschein. Warte schon in die falsche Richtung. So. Auto ist voll. Ich meine, ein bisschen was hätte noch Platz, aber mir reicht es, ganz ehrlich gesagt, das auch. Die Lisa hat inzwischen den Abrechnungszettel und dann geht's los. Wir schließen mal die Tür. So, Lisa, Abrechnungszettel haben wir. Ja. So, was steht da jetzt alles drauf? Die ganzen Nachnamen, die was wir kassieren müssen. Okay, okay. Und den müssen wir dann am Post am Top liefern. Okay, gut. Das heißt, wir sind eigentlich fertig. Fertig, ja. Auf keinen Fall. Ja. Gut, machst du heute? Und so machen sich unsere beiden Lieferhelden auf den Weg. Lisa fährt dabei das größte Auto der Flotte. Für eine ehemalige LKW-Fahrerin kein Problem. Jetzt docken wir da an. Genau. Okay. So,
jetzt müssen wir mal anleiten, dass wir wissen, dass wir da sind. Okay. Passt. Das können wir aber schon vorbereiten. Genau. Ah, die Türen öffnen sich. Morgen. Morgen. Achso, das muss ich wieder sehen. Ja, sicher. Achso, okay, damit die Liste wieder weniger wird. Genau so ist es. Durch das wiederholte Scannen sind die Pakete in der Lagerlogistik als zugestellt markiert. Der Kunde bestätigt den Empfang mittels Unterschrift. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Ja, schau, tschüss. Unglaublich. Wir sind voll gut in der Zeit. Ja, sind wir wirklich. Das ist ein Wahnsinn. Paket 107. Aber das schaut noch wirklich nach Christoph aus. So. Unglaublich, er ist leer, der Wagen. Ja. Wie hat es gesagt, halb zwei haben wir nicht ganz geschafft. Es ist vier nach halb zwei, wir müssen auch noch zurück in die Zentrale quasi. Aber, jetzt fahren wir mal aufs Poster und abrechnen. Okay. Und die Bagel hinterlegen, wo keiner daheim war. Ah ja, genau, das müssen wir auch noch. Ja, gut, die Pappen sind schon fertig. Naja, liebe Andrea, nur bald fertig für heute. In der Weihnachtszeit haben die Paketzusteller nämlich Hochsaison. Wir nähern uns dem Ziel, Lisa. Das ist unglaublich. So 107 Backerl, fast so viele Kunden, weil es haben ja welche vorgekriegt. Ja. Und wie viele Kilometer? Ungefähr 44. Okay, 44. Ist das so die durchschnittliche Tagestour? Ja. Ja, okay. Ist es dein Traumjob? Ja. Also ich mache es echt gern. Ja. Du und mir macht es nach vier Jahren noch immer total Spaß. Also. Ja. Du hast ja schon ein bisschen was ausprobiert vorher. Du hast Verkäuferin gelernt. Genau. Habe ich ja schon erfahren. Ja. Was hast du dann noch gemacht? LKW, also auf der Tankstelle habe ich gearbeitet, LKW gefahren bin ich. Wie bist du jetzt wirklich dazu gekommen? Ja, also das war der volle Zufall eigentlich. Ja. Also mir haben sie gefragt, ob ich das machen will. Okay. Dann habe ich mir zuerst gedacht, nein, ich weiß nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, ich probiere es einmal. Ja, und dann hat es mir eigentlich von Tag zu Tag mehr Tag. Hängen bleiben. Ja. Und der Traumjob war eigentlich, oder? Ja, super. Also ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Ja, perfekt. Das heißt, ich bin jetzt noch die Backerl retour und genau. Dann haben wir es. Dann sind wir fertig. Okay, gut. Jetzt sind wir wirklich fertig, oder? Super, ja. Gut. Ich sage danke, dass die Zeit und die Geduld hat. Das normale gesagt, haben wir schon gesagt, zu zweit ist man schneller. In dem Fall habe ich hoffentlich nicht allzu viel aufgehalten. Nein. Ja, danke für die Zeit und Geduld. Und ich habe gesehen, es ist ein wirklich anstrengender Job, ein toller Job, der, ich glaube, nicht nur der Lisa, sondern auch den Kollegen Spaß macht. Das hat man schon in der Früh gesehen, das hat man jetzt den ganzen Tag über irgendwie gesehen. Ja. Es macht Spaß. Und ja, wenn jemand auf den Geschmack gekommen ist, hier werden immer zuverlässige Leute gesucht. Und jetzt hätte ich noch was für dich, Lisa. Ja. Einen Moment. Du hast ja heute auch ein Packerl gekriegt, also das heißt, du bestößt auch. Das einzige Packerl, das ich übergeben darf. Danke. Viel Spaß damit. Danke. Bitte. Und danke nochmal fürs Mitnehmen. Und ich glaube, jetzt gehen wir sammeln. Passt. Bis morgen bei mir. Also ich bin geschafft. Was? Geh mal. Danke. Ja, wer kennt es nicht, das Weihnachtslied Feliz Navidad? Aber dennoch bin ich mir sicher, diese Version, meine Damen und Herren, die Sie im folgenden Beitrag zu hören bekommen, die haben Sie noch nie gehört. Es ist quasi eine Premiere. Feliz Navidad wünscht Ihnen der Kapfenberger Bürgermeister und der gesamte Gemeinderat. Prospero año, felicidad. Ahora.
Energieberatung, E-Mobilität, Redzack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundendankstelle. Das alles und noch viel mehr. Lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Dem Kuoni Mürztaler Reisebüro Kapfenberg stressfrei zum Traumskiurlaub. 464 Liftanlagen in 12 Regionen und über 1200 Kilometer Pisten inklusive Schneegarantie. Das ist das Grödnertal. Vom 31. Jänner bis zum 6. Februar 2015 geht's mit dem MVG Luxusbus ins 3-Sterne-Hotel Mesavia in Gröden. Der Preis für ein Doppelzimmer inklusive Halbpension beträgt 489 Euro. Kommen Sie ins Kuoni Mürztaler Reisebüro. Wir beraten Sie gerne. Für unsere Rubrik Die Region im Fokus besuchten wir stellvertretend für die unzähligen Weihnachtsfeiern, die derzeit stattfinden, eine ganz besondere. An die 300 Mitarbeiter des Sozialhilfeverbandes Bruckmürz-Zuschlag feierten erstmals gemeinsam nach der Fusion den Ausklang eines erfolgreichen Jahres. Weiters berichten wir über das Projekt Lebensraum Mur der fusionierten Gemeinden Bruck und Obereich und über die Arbeitsgemeinschaft Stadt, Land, Berg, bei dem auch die Gemeinde Turnau mit im Boot ist. Ruckma a Wengerl zaum könnte fast das Motto dieser ersten Weihnachtsfeier des Sozialhilfeverbandes Bruckmürz-Zuschlag gewesen sein. An die 300 Mitarbeiter haben sich im Veranstaltungszentrum Krieglach eingefunden, um gemeinsam zu singen, zu essen und das erste gemeinsame Jahr Revue passieren zu lassen. Wir sind zusammengewachsen, wir haben uns ein bisschen kennengelernt, uns auch aneinander gewöhnt, haben ganz viel gemeinsam gemeistert. Insofern war es ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und auch in der nahen Zukunft stehen beim Sozialhilfeverband einige wichtige Projekte vor der Umsetzung. Wir haben jetzt drei sehr große Bauprojekte, die wir abwickeln werden. Das werden wir gut abwickeln. Im nächsten Jahr werden wir das erste gemeinsame neue Pflegeheim eröffnen. Wir öffnen in den nächsten zwei Wochen eine Küche in St. Sebastian und werden so weiter fortschreiten. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden auch für uns sehr erfolgreich werden, wenn uns unsere Mitarbeiter weiter unterstützen. Und davon gehe ich aus. Die Band Mundwerk sorgte mit altbekannten Weihnachtsliedern zum Mitsingen für aufgelockerte Stimmung. Ein weiteres Highlight des Abends war der Auftritt von Ivana Zibulova. Sie berührt gerade jetzt zur Weihnachtszeit mit ihrer ganz persönlichen Botschaft der Nächstenliebe. Mit meiner Ausstrahlung und alles, was ich mache, will ich nicht nur singen, aber geben auch meine Gefühle für andere Leute. Jeder braucht atmen, lieben, leben, glücklich sein und ist wirklich ganz egal, wie es Rasse. Die Mur hatte stets eine wichtige Bedeutung für die beiden fusionierenden Gemeinden Bruck und Obereich. Dieser Bedeutung will man künftig mit dem Beteiligungsprojekt Lebensraum Mur gerecht werden. Die Mur ist sozusagen die Lebensader der Stadt Bruck an der Mur, wirklich mit geschichtlichem Hintergrund herauf von der Zeit der Flößerei ist hier wirklich der Reichtum der Stadt über die Mur seinerzeit entstanden. Und wir wollen jetzt diesen Lebensraum Mur entsprechend aufwerten und es passt auch gut dazu zu unserer Gemeindefusion mit unserer Nachbargemeinde Obereich und ich bin überzeugt, dass hier ganz, ganz tolle Ideen entstehen werden. Ideen, die man gemeinsam mit der Bevölkerung planen und realisieren möchte.
Mit einer dazugehörigen Internetplattform, Stammtischen und Konferenzen soll bei diesem innovativen Prozess der Ideenfindung die gemeinsame Lebensader Mur mehr in die Stadtentwicklung eingebunden werden. Die Beteiligung soll einfach einen neuen Zugang zur Ideenfindung und auch zur Lösung und Umsetzung von Ideen bringen. Wir werden gemeinsam die Bevölkerung, die Vereine, die Wirtschaft, alle, die entlang der Mur irgendwie Anrainer sind, mit Politik und Verwaltung gemeinsam Überlegungen anstellen und das dann auch gemeinsam umsetzen. Erste Maßnahmen sollen bereits im kommenden Jahr realisiert werden. Auch wenn es der Wettergott noch nicht so gut meint, der Berg ruft. Schon seit einigen Monaten arbeiten die beiden Tourismusverbände Bruck und Durnau gemeinsam an mehreren Projekten, um den Gästen, aber auch den Einheimischen ihre Angebote näher zu bringen. Mit der Gründung der ARGE Stadt Land Berg will man Synergien nutzen und damit die Region stärken. Warum denkt man eigentlich nicht über die Grenzen, sprich über den Berg um? Bruck hat für mich als Bezirkshauptstadt immer eine herzliche Verbindung. Bruck-Turnau mit sportlichen Aktivitäten, Skifahren, Brucker Firmenskitag und vieles und Wandern und touristisch und kulinarisch. Als gleichwertige Partner sind Tourismus und Gemeinde von Turnau und Bruck bestrebt, Stadt und Land zu vereinen, um ihren Bürgern in Zukunft noch mehr bieten zu können. Was können wir für die Einheimischen tun, was können wir für die Bruckerinnen und Brucker tun? Und da haben wir natürlich im Rahmen dieses Projekts ganz tolle Angebote. Ich denke jetzt im Winter ans Skifahren. Die Turnau, die Schwabenberg Arena ist das Familienskigebiet. Wie ich gehört habe, haben auch dort sehr, sehr viele Bruckerinnen und Brucker schon Skifahren gelernt. Also ist zwar bekannt, aber aus meiner Sicht noch ausbaufähig. Zuerst, okay? Und dann, in einem günstigen Augenblick, wenn der Kellner gerade nicht herguckt, haust du ab und wir treffen uns draußen. In diesem Körper schlägt nur ein Herz. Hab Erbarmen mit mir, Al. Ich kann das nicht mehr. Wir brauchen eine Auszeit. Bitte, Al, du kannst mich nicht im Stich lassen. Lass mich für eine Weile verschwinden. Ich habe sie noch nicht gesehen. Hast du mit ihr geredet? Nein. Du hast nicht mit ihr geredet? Sie ging in die andere Richtung, war auf dem Weg zu einer Vorlesung oder so. Ich hatte kaum eine Chance zu reagieren, bevor du abgetaucht bist. Was hatten wir ausgemacht? Nur eine Sekunde. Du hattest mehr als genug Zeit. Bitte, tu mir einen Gefallen. Lass mich in Ruhe. Na schön. Na schön, tu, was du nicht lassen kannst. Geh! Connor? Ich wollte dir was ganz Tolles sagen. Etwas, das mit einem Schlag all unsere Probleme gelöst und alles viel besser gemacht hätte. Aber ich habe vergessen, was es war. Das ist wirklich schade. Du könntest um dein Leben rennen. Ja, könnte ich. Und wieso bist du dann noch hier? Alles schien so wunderbar grenzenlos. Das war's. Und ist es noch. Hast du dich schon mal gefragt, warum wir uns in diesen einen Menschen verlieben? Es ist immer eine, die uns nachgeht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. No.
Not hat viele Gesichter und es gibt sie in jeder Stadt. Die Leobnerin Renate Schmidt hat aufgrund der Konfrontation mit der alltäglichen Not im Jahre 2006 den Verein Wendepunkt gegründet. Seither ist die Tagesstätte ein Ort der Begegnung für Menschen, mit denen es das Schicksal nicht allzu gut gemeint hat. Renate Schmidt ist für sie alle da. Eine außergewöhnliche, sympathische Frau mit einem großen Herz. Zu Gast bei Andrea Dirnbauer in Close-Up. Frau Schmidt, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch und danke, dass wir hier sein dürfen in der Tagesstätte Wendepunkt in Leoben, einem Begegnungsort für Menschen, die ihren Platz im Leben verloren haben bzw. noch nicht gefunden haben, für Menschen am Rande der Gesellschaft. Meine erste Frage, was war Ihr persönlicher Wendepunkt, um zu sagen, jetzt packe ich es an und jetzt schaue ich nicht mehr weg? Es hat viele Wendepunkte gegeben, weil ich viel Menschen begegnet bin, die in unterschiedlichsten Nöten waren. Und auf unserem Folder steht, der Not hat viele Gesichter. Und viele sind nicht auf den ersten Blick sichtbar. Und ich habe eben Menschen in meinem Bekanntenkreis gehabt, die oft am Monatsende nichts mehr zum Essen gehabt haben. Oder ich wohne neben Interspar, wo sie aus den Mistkübeln Essen ausgeholt haben und mal einer ganz glücklich war, weil er Schnitzel gefunden hat. Und das hat mich sehr bewegt. Der auch keine Möglichkeit gehabt hat, sich zu waschen und dann sehr ausgeschlossen war, also auch nicht einmal mehr wo einiger dürfen, weil der Geruch eben so war, wie er war. Und es hat nirgends eine Möglichkeit gegeben, wo er sich duschen hat können. Und eben, dass viele gar kein warmes Mittagessen gehabt haben, dass das keine Selbstverständlichkeit war. Und so haben sie diese Geschichten gesammelt. Und eben, ich habe immer gerne zugehört oder wir haben die Menschen sehr schnell viel erzählt und ich habe gesehen, dass so viel oft dahinter steht und dass Menschen gibt, die sich einfach ganz schwer tun in der Gesellschaft, weil sie einfach nicht reinpassen, weil sie mit sich selbst sich schwer tun, weil die Gesellschaft sich mit ihnen schwer tun, weil sie einfach anders sind und eben die keinen Platz haben. Und ja, das war dann, dass ich gewusst habe, es muss einen Platz geben auch für Menschen, die eben jetzt anders sind, so für Schätze, für Spezielle. Wer kann alles hierher kommen? Wir sind jetzt nicht eine normale Sozialeinrichtung, sondern wir sind eine Familie. Viele Menschen haben keine Familie, sie sind allein, sie haben oft sehr psychische Beeinträchtigungen, wir haben Haftentlassene, wir haben Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen, wir haben Menschen, die körperlich nicht gesund sind oder die gar niemanden haben. Und wie Sie gesagt haben, vom Teenager bis zum Pensionisten, das finde ich auch schön, dass wir wirklich Generationen da haben. Und dass ein Miteinander möglich ist mit Menschen, die eigentlich alle so Einzelgänger sind und sehr speziell sind. Und es fasziniert mich immer wieder, wie dieses Miteinander funktioniert. Sie sind ja ein privater Verein, das heißt, Sie werden ausschließlich von privaten Personen unterstützt, finanziert. Welche Unterstützungsmöglichkeiten bieten Sie Ihren Besuchern, Ihren Gästen? Also wir bieten mal ganz praktisch an, es war ihm wichtig, die Grundbedürfnisse einmal zu bedecken. Das heißt, es ist möglich, bei uns zu duschen, es ist möglich, Gewand zu waschen und wir bieten ein selbstgekochtes Mittagessen an. Stehst du selbst am Herd da wahrscheinlich? Ich stehe selbst am Herd und ich koche so, wie ich für meine Kinder koche. Also wir kochen fein und gut und es gibt eine Suppe und das ist wichtig, weil er damit einen Wertausdruck. Und wenn man sich oft schon so nichts mehr Gutes tun kann, also das Essen ist ein sehr zentraler Punkt und dieses Miteinander, Essen und miteinander am Tisch sitzen, das ist halt schon auch was Kostbares, was ja viele dann nicht haben. Es ist ja heute genau, auf den Tag genau 8 Jahre her, dass der Wendepunkt gegründet wurde. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Aber ich glaube, der Zustrom, der ist ungebrochen, oder? Ja, immer noch, ja. Ja. Sie wechseln. Also es ist schon, dass viele alle da kommen, aber wenn jetzt mehr, wer länger nicht da war, sagt, ich kenne viele nicht mehr. Also es ist schon ein Wechsel da. Aber der Zustrom ist und wird auch in Zukunft sein, weil es nicht immer leichter wird. Und was ganz wichtig ist, auch was wir anbieten, ist, dass wir zuhören, wenn wo Not ist. Und oft ist es schon leichter, für wen man einfach nur mal sprechen kann. Ja, also manche kommen dann oft nur mal auf einen Kaffee und auf ein Gespräch, einfach sich mal mitzuteilen, auch mit dem ganzen Ängsten, was sie haben. Oder auch oft Hoffnungen, sie erzählen uns ja auch die guten Geschichten. Und erst vor kurzem war jemand da, das mich sehr bewegt hat. Es war einer unserer ersten Wendepunktkinder und ein riesengroßes Sorgenkind, wo alle gesagt haben, also das ist hoffnungslos, der vielen Drogengeschichten war und den Hoftgeschichten. Also der war für alle ein hoffnungsloser Fall. Und hat uns jetzt seine Familie gesagt,
und dass er jetzt lang arbeitet und dass er wieder Papiere hat und dass er sein Handy angemeldet hat und wieder ein Reisepass, also was haben kann und dass so viel Gesundes hervorgegangen ist und Samen sind aufgegangen und das ist was Wunderschönes. Wie vielen Menschen haben Sie ein offenes Ohr geschenkt in den vergangenen 8 Jahren? Ja, also ich kann sagen, täglich kommen 20 bis 30 zu uns und es waren glaube ich 45.000 Besuche und über 30.000 Mittagessen haben wir ausgegeben und gekocht. Also statistisch hätte jeder Leoner schon Mittagessen bekommen. Wenn man so manche Schützlinge fragen, es hat heute die Helge gesagt, so gut kann man nicht einmal in einem Gasthaus essen. Aber das ist, weil wir einfach selbst kochen und wir rühren halt immer ein bisschen Liebe dazu ein und das, ich glaube, das schmeckt mir. Und es sättigt, also ich denke, es macht auch was anderes satt. Es ist ein Stickel zu Hause. Es ist eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben eine enorme Ausstrahlung, Sie tragen Ihr Herz auf der Zunge. Die Frage ist natürlich, woher nehmen Sie all diese Energie, diese Kraft, weil die Arbeit, die ist ja doch sehr fordernd. Absolut, ja. Es ist fordernd, es hat auch Gewicht. Und es ist nicht so, dass man dann einfach rausgeht und sagt, so, ich sperre jetzt zu und das war's. Also manche Sachen tragt man mit, wir weinen mit manchen Geschichten mit, wir lachen aber sehr viel. Eigentlich ist Humor sehr vorderrangig, aber es sind schon schwere Geschichten auch. Mir persönlich hilft mein Glaube sehr viel. Ich habe ein super Freundesnetz, ich habe tolle Kinder, also zwei tolle Mädels und zwei Enkelkinder. Ja, und ich habe gelernt, gut auf mich zu schauen, Seelenhygiene zu machen. Zwar nicht immer, am Anfang war, wenn der Leidensdruck groß genug war. Mittlerweile versuche ich, einen Schritt voraus zu sein. Aber es ist, wie Sie gesagt haben, es ist eine Herzensgeschichte. Und obwohl ich schon ein bisschen müde bin, natürlich nach 8 Jahren, ist es nach wie vor Leidenschaft und mein Herz brennt für das und auch für die Menschen. Leidenschaft und ich würde sagen, gelebte Nächstenliebe, wenn Sie eben im Glauben so verankert sind. Schon. Für das sind Sie auch ausgezeichnet worden im Vorjahr, den Menschenrechtspreis des Landes Steiermark. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Hat mich schon gefreut. Ist aber nicht, dass mir das jetzt meinen Wert höher gestellt oder irgendwie. Was mich gefreut hat an dem war, dass die Arbeit geschätzt wird, eigentlich für die Menschen, ich stehe immer für die Menschen, die eigentlich keinen Wert mehr haben für die Gesellschaft, weil sie einfach nichts mehr bringen. Ich habe so diesen Preis eigentlich für meine Kinder da in Empfang genommen, dass ich mir denke, es wird trotzdem gesehen und geachtet, dass das Arbeit an Menschen ist und dass das ausgezeichnet ist. Das freut mich, dass die Arbeit ausgezeichnet ist. Nicht persönlich jetzt für mich, weil ich mache das nicht, wie gesagt, für außen oder so, aber es ist eine Anerkennung gewesen für die Arbeit. Und von für jeden Einzelnen da herinnen. Wir wünschen auf alle Fälle nochmals alles Gute zum Geburtstag und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch und alles Gute für Sie, für das Team und für die Schützlinge. Dankeschön und danke für den Besuch. Das Weihnachtsdorf der Adventstadt Leoben öffnet am Freitag, dem 28. November, seine Pforten. Die offizielle Eröffnung mit dem Leobener Christkind beginnt um 17 Uhr. Über 170 Veranstaltungen finden im Weihnachtsdorf bis einschließlich 23. Dezember statt. Auch in Bruck wird Weihnachten zelebriert. Der Advent der Regionen am Hauptplatz wartet täglich ab 15 Uhr mit Schmankerln für die Besucher auf. Adventstimmung in Bruck an der Mur vom 28. November bis zum 23. Dezember. Die Werksmusik der Norskiskog veranstaltet am 19. Dezember ihr Adventkonzert in der Stadtpfarrkirche Bruck. Unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Woltran werden neben der Werksmusik auch Kinder der Volksschule Bruck-Körnerstraße ihr Können unter Beweis stellen. Beginn ist um 19 Uhr. Der Hauptplatz Kapfenberg wird am 31. Dezember zur Party-Location. Die Silvesterparty bietet neben DJs und Live-Musik von Bratelfetten unter anderem auch den Laptop auf der Großleinwand. Und pünktlich zum Jahreswechsel gibt's ein großes Feuerwerk von der Burg aus. Beginn ist um 20 Uhr. Musikalisch ins neue Jahr lautet die Devise in Leoben. Am 1. Jänner findet das Neujahrskonzert in der Montanuniversität statt. Elisabeth Landschützer und das Johann Strauss Ensemble begleiten Sie unter dem Motto mit schwungvollen Tänzen ins neue Jahr durch den Tag. Beginn ist um 11 Uhr.
Ja, in unserem heutigen Rockblock machen Niki Prepasser und Christian Ecker einen Ausflug in die 50er Jahre. Dort treffen sie auf die Oldschool Bastards mit ihrem 50s Rock'n'Roll und lernen nebenbei noch etwas Englisch. Sie lassen die Musik der 50er Jahre hochleben. Die Rede ist von den Oldschool Bastards und ich freue mich ganz besonders, die fünf Herrschaften bei mir im Highway TV Rockblock begrüßen zu dürfen. Heute sogar mit Übersetzer. Das heißt, ein bisschen zeitverzögert könnte dann die Antwort kommen. Kein Problem. Erzählt einmal, seit wann gibt es denn die Oldschool Bastards? Seit wann macht ihr gemeinsame musikalische Sache? Yeah, well, we are we came together in 2010, and we are performing since then and playing rock and roll shows. I've seen you before, by the way. Yeah, yes, yeah. I do. I remember Beautiful Ladies. I do. Thank you. Yes, and we've been playing for 4 years right now, and we are at the moment currently on Christmas tour. Ding-a-ling. 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 Right. Warum habt ihr euch jetzt entschlossen, diese Richtung der Musik einzuschlagen, diese Vielfalt der 50er in Zeiten wie diesen hochleben zu lassen? We love playing the blues and we love beautiful songs and we think that the best combination of those two elements was put together in the 50s. It's my true opinion, so that's what we need to do. Elvis, Fats Domino, Chuck Berry, das heißt, das sind auch so Idole, denen ihr ein bisschen nacheifert oder nachstrebt. Well, role models in terms of the music, of course, not in terms of their personality and lifestyle probably, because it was a crazy time, you know, they were pop stars. And it was too much, probably. It was not only about the music, but now, a few years later, it's only about the music. We're just focusing on the music. So, of course, they're, in terms of the music, they're role models. Yes, of course. What happened? Oh. Thank you. Oh, yeah. We are rock stars. Yeah. Yeah. Zwei Alben sind bis dato veröffentlicht, 2011 und 2012. Das heißt, wann darf man mit einem neuen Werk von euch rechnen? Yeah, we can go to my place, no problem. Oh, sorry. Oh, it was a mistake. Oh, sorry, the translator. You lost your job. Just right now. Neues Album? Yes, new album. We have recorded, like we did record it already in summer. Is the camera guy okay? I saw smoke. I'm sorry. Oh, yeah, okay. Just smoking. Okay. We recorded a brand new album, which is going to be released in April 2015. The title is going to be Whole Lot of Love Songs, which does not mean to, you know, to get your next question done. It's not only ballads, of course not. It's just, you know, the topic of it's just love songs. It's all about love. It's fast tunes. It's 50s music as our live shows are. Das heißt, wie sehen die Pläne dann fürs kommende Jahr aus? Neues Album, dann wird es auch eine Tournee geben. Was tut sich noch so bei den Bastards? Oh, we split. Yeah. It's just a new album. Then you know, I don't like him anymore. Maybe best of. I don't like him. I hate him. I can't smell him no more. I just, you know. Die besten Voraussetzungen für ein weiteres erfolgreiches Jahr. Kommen wir kurz auf die Bandgeschichte. Da vermisse ich eigentlich ein Gesicht. Kann das sein? We have a new bass player. Our old one. Yes. Our old one, Hank. He went back to his hometown in Kentucky,
Because his father died, his father passed away. It's a sad story. It's a sad story. His father passed away and he had to take over the chicken farm. So he couldn't be here with us, and thank God we found an Italian guy, Vincenzo, on the upright bass. Thank God. Right. Stand up, man. Stand up. No, he's too tall. Jeez. Don't he's set the camera, has won't grab him no more. Was waren denn so jetzt rückblickend die Highlights eurer Karriere bis dato? Gibt es da so besondere Momente, die da unvergesslich in Erinnerung geblieben sind? Abgesehen von den ein, zwei Treffen mit mir. Oh, I just wanted to say that. I just wanted to say that. Oh. Well, I think every concert we have is a personal highlight because we like each other very much. I was just joking. That's the main thing. We have a friendship going on in the band, and that's covering everything else. You know, every when we're on tour, I'm looking forward to be together with those guys, and the gig will be good, perfect, not so good. It doesn't really matter because we're together, we're having fun, and we're learning from disasters. We didn't have too many disasters, but we're learning and we're trying to, you know. Jetzt noch eine Vorausschau. Was habt ihr euch denn noch so für Ziele gesteckt, gesetzt? Gibt es da Bandziele? Was sagt ihr, das möchtet ihr noch erreichen? Oder zufrieden und glücklich, wie es bisher läuft? I think our goal will be, because we're covering 50s music, which means we're covering a lot, which means we're a cover band in a huge, you know, huge point of view, but we want to create more. Like we have our own, thank you very much. Yeah. We have our own arrangements, of course, we have our own band arrangements, choir arrangements. I think we want to move on to create our own music more, which we're doing it already, but on our live shows it could be more. And you know, and keep the spirit of the 50s, keep the spirit of the music, and transfer it into a new millennium. Yeah. Da freuen wir uns drauf, einen Song von euch zu sehen, zu hören. Was denn genau? Right now, we have no idea, but we can do the jingle if you will. Yeah. Shall we do the jingle? Yeah. All right. Hopefully I hear it. Oh, beautiful. Ding-a-ling. 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 Soon it will be Christmas Day. Wunderschön. Dankeschön, meine Herren. Ihr zu Hause kommt jetzt noch in den Genuss, die Oldschool Bastards live auf der Bühne zu erleben. Viel Spaß. Merry Christmas, by the way. Merry Christmas. It knows if you're on way.
to dance unafraid to the songs that we made. Rockblock endet wie immer auch schon unsere heutige Sendung. Ich sage im Namen des gesamten Teams danke, dass Sie eingeschaltet haben und mit dabei waren. Mehr von HWTV gibt es am 23. Dezember. Achtung, diesmal ist es ausnahmsweise an einem Dienstag, dass die neue Ausgabe von HWTV erscheint. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Vorweihnachtszeit und jetzt schon schöne Weihnachten. Denn nächstes Mal begrüßt Sie Miriam Pössnicker. Bis dahin, auf Wiedersehen.